Hier sind Pioniere unterwegs. Das Spezialgebiet von Forstwissenschaftler Stefan Müller-Kröling sind Moore. Hier in diesem Wald bei Griesenbach will er herausfinden, wie sich durch eine Renaturierung dieser Fläche das Klima besser schützen lässt. Es ist ein kribbelndes Gefühl. Wir stehen an der Schwelle zu was Neuem hier. Wälder wie diese gibt es in Bayern auf erheblicher Fläche. Und wir wissen noch nicht ganz genau, wird das hier klappen, diesen Wald nässer zu machen. Und das wollen wir hier ausloten. Und zwar zusammen mit seinem Team von der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Auf den ersten Blick ist dies ein ganz normaler Wald. Erst ein Stich mit dem sogenannten Kammerbohrer offenbart mehr. Man sieht jetzt hier sehr schön, dass es sich um einen typischen Radicellentorf handelt. Der entsteht, wenn in einem Grundwassermoor Seggenarten und Schilf absterben. Das ist also ein ganz typischer Niedermoortorf. Und man sieht hier tatsächlich, wenn man die Quetschprobe macht, dass das Wasser, was rausläuft, bereits trüb ist. Das heißt, es sind bereits Zersetzungsvorgänge in diesem Torf. Und es gast, während wir sprechen, sozusagen dieses Treibhausgas, CO2, aus. Das ist schlecht für dieses Moor und schlecht fürs Klima. Und das wollen wir ändern. Dass trockengelegte Moore in Deutschland jedes Jahr tatsächlich rund 45 Millionen Tonnen CO2 ausgasen, darum scherte sich früher niemand. Das Entwässern von Mooren mit Hilfe von Gräben war vielmehr gewollt und ist es zum Großteil bis heute, um möglichst viel Fläche für die Land- und Forstwirtschaft nutzen zu können. Der Bau der nahegelegenen A92 in den 1980er Jahren hat im Griesenbacher Moos den Grundwasserspiegel noch weiter absinken lassen. Wie tief er heute an den verschiedenen Stellen ist und wie weit der Moorkörper noch ins Erdreich hinabreicht, will das Team mit Messungen herausfinden. Schauen wir mal, wie weit wir reinkommen. So, jetzt sind wir auf dem Grundsand. 1,70 Meter ist für ein Niedermoor richtig toll. Das ist richtig viel. Das ist ein mächtiges Niedermoor. Wir haben in vielen Niedermoorgebieten, selbst den bekannteren wie dem Dachauer Moos, an vielen Stellen nur noch 30, 40, 50 Zentimeter. Wenn wir nichts tun, ist es ganz schlecht. Weil 1,70 Meter Torf, wenn das ausgast, das sind ein Haufen CO2-Moleküle, die unser Klima weiter anheizen. Aber es ist auch eine Riesenchance, weil wir hier was tun können und tun wollen, damit das Klima eben sich nicht weiter aufheizt und wir das Moor wieder nass machen wollen. Denn wieder vernässt, könnte das Moor sogar zusätzlich CO2 speichern. Gäbe es da nicht ein Problem? Was soll mit all den Bäumen hier passieren? Den Schwarzerlen, Moorbirken und Zitterpappeln? Sie gehören Privatwaldbesitzer Christoph von Griesenbeck. Und nicht etwa dem Staat. Stimmt er dem Vernässen zu, geht der Forstwirt ein hohes Risiko ein. Das Worst-Case-Szenario wäre, wenn die Vernässung bis kurz unter die Bodenoberfläche kommt, dass die Bäume umfallen, die Fläche unbefahrbar ist, die Fläche vermutlich auch nicht mehr zu beernten ist, dass wir Ertragsverluste haben. Das könnte also alles passieren. Das Forscherteam verspricht ihm aber, auf die Bäume größtmögliche Rücksicht zu nehmen. Der Wasserspiegel soll zentimeterweise und auch nur Schritt für Schritt angehoben werden. Um zu sehen, wie die Bäume darauf reagieren, bekommt jeder von ihnen eine eigene Nummer und wird genauestens vermessen. Das Ziel unserer Studie ist, herauszufinden, wie man optimal diesen Wald für das Klima einstellen kann, wie sowohl im Holz als auch im Torf das meiste an Treibhausgasen gebunden wird und eine Treibhausausgasung vermieden wird. Nach Einschätzung von Stefan Müller-Kröling könnten die Fichten, die auf der Fläche stehen, von mehr Feuchtigkeit im Boden sogar profitieren. Sie gehören zu den sogenannten Flachwurzlern. Würde der Grundwasserspiegel auf etwa 50 cm unter Flur angehoben, wären sie besser mit Wasser versorgt. Stünden sie allerdings richtig im Wasser, würden ihre Wurzeln faulen. Andere Baumarten, wie diese Moorbirken und Schwarzerlen, sind dagegen gut an feuchte Standorte angepasst. Die Wurzeln von Schwarzerlen können sogar unter Wasser atmen, dank ihrer speziellen Rinde. Also dieses sogenannte Erenchym als Leitgewebe atmet hier über die Lentizellen. Die Lentizellen sind praktisch Atemöffnungen, man könnte sagen die Nasenöffnungen, die den Lufttransport über die Rinde in die Wurzeln managen, das kann keine andere heimische Baumart.
Das heißt, diese Fläche ist top prädestiniert dafür, dass man vernässen. Die Moorbirke kannst nicht ganz. Christoph von Griesenbeck überzeugen die Argumente. Als erster Privatwaldbesitzer in Bayern will er das Experiment wagen. Schließlich soll sein Wald eine Zukunft haben. Ja, wir haben ja hier durchaus einen schwierigen Standort. Die Fichte bringt uns nicht weiter. Klimawandel spielt gegen uns. Die Gräben fallen trocken. Fichte ist natürlich auch windwurfgefährdet. Darum bin ich sehr froh, hier mal quasi eine Bestandsaufnahme zu machen. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wie werden die Bäume auf den höheren Grundwasserspiegel reagieren? Werden sie schneller wachsen oder ihr Wachstum einstellen? Das alles soll dieser Laserscanner zeigen. Und nicht nur das. Wir werden die Veränderung ins letzte Detail, jedes Gramm Kohlenstoff sozusagen, was gespeichert wird, können wir feststellen, zusätzlich durch die Vernässung. Und gleichzeitig sehen wir aber auch die Qualitätsentwicklung der Stämme. Weil beim Laubholz ist ganz entscheidend darüber, ob es Brennholz ist oder Furnierholz, entscheidet die Stammqualität. Speziell Moorbirken sind als Brennholz viel zu schade. Sie könnten auch hochwertiger vermarktet werden. Von ihrem schnelleren Holzzuwachs würde Waldbesitzer von Griesenbeck also durchaus profitieren. Dafür dürfte im wiedervernässten Moor der Holzeinschlag schwieriger werden. Herkömmliche Erntemaschinen würden darin stecken bleiben. Der Waldbesitzer erhofft sich dafür eine Entschädigung. Es wird mehr Aufwand geben und ich erwarte mir, dass in irgendeiner Art und Weise auch wir praktisch, wenn wir Dienst am Klima und Dienst für die Gesellschaft erbringen, dass das auch irgendwo und irgendwie honoriert wird. Wir machen ja Waldbau nicht aus Jux und Dollerei, sondern es ist auch praktisch die Existenz unserer Familie und die Existenz des Betriebes. Auch wenn die Studie erst im nächsten Sommer abgeschlossen sein wird, ist Stefan Müller-Kröling schon jetzt zuversichtlich, dass das Pilotprojekt ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Moorwälder ist. Wir haben einen großflächigen, bereits auf Laubholz verjüngten Bestand mit Baumarten, die eine Vernässung vertragen. Wir haben einen aufgeschlossenen Waldbesitzer. Wir betreten zwar Neuland, aber ich bin sehr optimistisch, dass es uns hier gelingt, eine Blaupause für eine Vernässung von Moorwald auf Niedermoor-Standorten hinzubekommen und dass das dann attraktiv sein wird, das auch umzusetzen auf größerer Fläche. Und so könnte hier im Griesenbacher Moos in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine fast zerstörte Landschaftsform wieder aufleben. Ganz zum Wohle des Klimas.